Hi, willkommen bei Grilled Chill Barbecue und Lifestyle. Heute gibt es ein paar Impressionen. Ich nehme euch mit nach Sipratzgfäll, Österreich. Ende Februar hatten wir dort das Barbecue and Snow 2018. Das Ganze ist vom Tag 1 heute. Ich zeige euch ein bisschen, was gegangen ist. Wir haben ein halbes Duroc-Schwein auseinandergenommen, beziehungsweise unseren Metzger. Wir hatten einen Koch dabei, Andreas, unser Verantwortlicher für das Ganze, wo das organisiert hat. Und es war richtig kalt, aber es war auch richtig geil. Es gab richtig gute Sachen zu essen, vom Burger bis Schweinefilet, Pulled Pork, Brisket, Fisch, Hühnchen, Pute, Dessert, ganz lecker gewesen. Wir hatten einen super Koch auch dabei. Rundum eine gelungene Sache für den ersten Tag. Ein super Duroc-Schwein und die ganzen leckeren Sachen. Verschiedene Grills, vom Gasgrill über Wassersmoker bis zur Feuerplatte hat es alles vorgehabt. Und ich würde sagen, lasst euch inspirieren, geht an solche Events, macht immer wieder Spaß und das Wichtigste, man lernt immer etwas dazu. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, die Leute, die wir uns heute hier versammelt haben, die haben Hammerwerte. Es schneit nicht, es hat mit minus 15. Sonne habe ich auf den Markt gestellt, damit wir heute uns ganz dem Fleisch widmen können und dann den kleinen jungen Anstromern können, zum Panoramafotos machen. Ich bin der Andi, ich bin der Chef von Grüßen Barbecue, bin der Veranstalter für die ganze Geschichte. Es gibt nichts zum Holen, falls ich mich verklagen will. Laufend hoffentlich, trinke nur so viel, wie ich verträge. Dann kommen wir erst, wenn es getrunken wird, muss ich wieder raus. Wir haben dort in der WC, wir werden da dem allem noch näher geführt und so. Wir haben ein paar Sachen, das muss ich gleich von Anfang an erwähnen, hat die letzten Jahre nicht geklappt. Zigarettenstummel fortwerfen, ich habe 7 Aschenberger am Start, irgendwo ist immer leerer, der frei, sonst leeren wir es. Ein Jacuzzi werfen oder irgendwo antreten, kostet 5 Euro, wir stellen eine Kasse auf. Pinkeln für die Männer, genau dasselbe, wir haben 2 wunderbare Pissoirs, also auch echt für uns Jungs. Gelbe Flecken, müssen wir machen, 5 Euro, schaut man furchtbar aus, wenn wir einmal wieder herlaufen und wir haben uns nicht dran gehalten, ist eigentlich recht schade. Pit filmen der Klein, der wird da den Leuten nachsteigen, die sich da verdünnisieren wollen und gleich online stellen. Läuft schon. Gut. Zu mir ganz kurz, ich kann ein kleines Grillen, richtig gut bin im Barbecue und den Rest kriegen wir danach raus. Fragen, Wünsche, Anregungen, meistens gleich, bitte, dass ihr wenn was ist. Die spannendste Frage werden meistens am öftersten gestellt, darum schauen wir immer, dass wenn man eine Frage hat, dass man die in der Allgemeinheit näher bringt und dann müssen wir es nicht 10 oder das sind gut die 25 Leute, dann müssen wir es nicht 25 Mal sagen, sondern reichen 2-3 Mal, wenn jetzt jeder 1-2 Mal mitkriegt und dann passt das so. Ich darf gerne anfangen mit dem quasi Hausherrn, das ist der August da. Wieso selten, die verstehen es wieder nicht. Wir probieren es, wenn ihr nicht verstanden, sagen wir es. Dann mache ich mit dem Rindsegüner Deutsch weiter. Also ich bin der August, ich habe das da letztes Jahr erworben und dann haben wir das Buch. Das Konzept hat gegangen, zum Franzladen, den haben wir mit integriert. Werden wir dann alles noch näher sehen. Wir haben jetzt ein Seminar auf, WC-Anlagen. Ja, und dann hat sich der Andi hingemietet und dann machen wir da eine richtige Wiese morgen, weil dann haben wir das mit Pro-Zeugen. Na, ich wünsche dir auf jeden Fall 2 schöne Tage und lernen wir gut. Bitte machen wir mit dem Brüder vor, nein, Markus machen wir am Schluss. Fangen wir mit der Kirche weiter. Hier ist der Starkoch für den Shaolin-Mönch gewesen. 1984. Na, bitte. Ich bin eigentlich nur seine rechte Hand für den Mann. Ich bin der Koch, ich bin glaube der einzige Koch da. Und ich will Andi unterstützen und ich will halt heute kein Dessert machen und morgen.
Und halt sonst überall ein bisschen dabei sein. Aber wenn man sonst kochtechnisch Fragen hat, dann wäre ich dann umeinander. Also sowas. Ich würde heute da, heute gibt es zwar Schokokürkle, da werden wir noch Espumas dazu machen, also ein bisschen was Modernes. Rezepte kann ich noch hergehen, also ja, wirklich, falls da offen Fragen sind, ich wieder offen als offen. Dann haben wir noch Mike wird das mit Koffein versorgen, aber Big Time. Ja, Kaffee ist in vielen Ländern ein Gewürz und nachdem das Gewürz über dem Grillen natürlich auch eine Rolle spielen, haben wir hier das Thema Kaffee auf dem Teller, auf dem Tablett. Wir haben eine Bude gemacht, das ist eine ziemlich junge Firma, die heißt Federal Life Coffee und wir machen einen ziemlich starken Kaffee und in der Luft kann man mit so ein bisschen Kaffee, ein Espresso oder ein kleiner Macchiato. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Aufenthalt. Wunderbaren, schönen, warmen, tropischen Situationen. Also wie gesagt, danach fotografiere ich uns auch. Wenn man nochmal so umschnimmt, der Rehspiss gehört einem, wo es umschnimmt und das Rehsfoto gehört dem Fotografen, dann wäre man richtig von dem her gesehen. Danach können wir erste fotografieren, es ist genug für alle da, es gibt richtig coole Sachen. Kommen wir zu der richtig coolen Sache, das ist der Florian Lohr von der Rauchkammer aus. Aber halt, das ist so. Mit Deutschland, Österreich stricken sie hier noch darum, wo hier dazu. Na was, erzähl es. Ja, ich bin der Metzger heute. Schön. Und ich habe mit 18 der Tour nachher mit der Sau an zu zerlegen. Wer auch keine Fragen hat, Sau einfach. Bin super. Die Hälfte war 45 Kilo nach 35 Tagen. Nach 35 Tagen. Das weiß ich nicht, wie die Teile leisten. Doch, das kann ich sagen, das ist hier neben. Also hier neben. Das ist doch hier dann. Was ist denn ausgemacht? Hier hat man den Muskel, da kannst du gerade mal sagen. Und zwar sieht man hier, das ist der Muskel hier. Das ist die Längsphase, das ist längs. Das ist Fett auch durchgehen, das ist der sogenannte Money Muscle. Das ist also. Brennmittel müssen wir dahinter oben sehen. Ja, also hier das Stück, also das ist jetzt nicht komplett. Aber das Stück hier ist, das heißt, das nennt man also Money Muscle, das ist im Barbecue ist es so, dass man mit dem Stück, das wird meistens auch ein bisschen angelöst, dass es rundherum auch Kruste kriegt und schöne Rauchring hat. Und wenn das schon schön aufgeschnitten ist, das ist richtig.
intensiv vom Geschmack, mit der Zahn. Und ja, damit gewinnst du halt Wettbewerb. Oder Andi, siehst du das? Ja. Nein, das, da geht das nicht um mich. Das ist ja ein Gerohre so. Ja, nein. Also ohne Mann im Anzug verschenkt die Top-Ten-Frequenz. Tag 1. Mit Kopf, mit Backe hat sie gehabt 50-50. Der Kopf hat 3,5 Kilo gehabt. Der Kopf konnte nicht dran, dass er weg macht. Also sind wir bei 52 Kilo. Was sie frisch am Tag 1, wo ich sie aufgehangen habe. Ja. Hat sie um die 2 Kilo verloren, sozusagen. 7 Kilo, 45 hat sie gemacht. Okay. Kurz gebraten, Führschale, die Sonne war infrarot. Wir haben Bauchkette, wir haben Idemierte Carré-Rose-Kette. Wie hat es euch taugt? Gut. Super. Vom Geschmack ist was anderes als wie ein ganz normales Schwein. Ist saftiger, aber auch nussiger. Und das ist ja bei dieser Dry-Age-Geschichte, darum macht man das. Wir haben uns jetzt da noch was vom Schwein quasi das Highlight auf 40 gesperrt. Wir haben da zwei Schweinsfilet. Und man sieht, dass der Florian da dazu noch mal sagen möchte. Und zwar hat das ist jetzt das Dry Age, das ist das normale vom Gewicht waren die, also die Sau hat beide das gleiche Gewicht, also ungefähr ein halbes Kilo hin oder her. Da sieht man mal, was der Verlust macht. 7 Kilo hat man der ganzen Sau. Das Wasser verliert man hauptsächlich am Fleisch und nicht am Fett. Das Fett hat zu viel Wasser innen drin, da verlierst du zu viel Wasser raus. Das Hauptwasser geht beim Fleisch raus. Da sieht man mal jetzt, was du allein da für einen Verlust hast. Also das sind, damit sind jetzt schon 150-200 Gramm. Also, dass man mal weiß, wo der Verlust hergeht. Ja. Genau. Das spiegelt sich natürlich im Preis. Der Preis, das ist natürlich dann. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du das grillt hast, ist da der Verlust beim Grillen natürlich wesentlich geringer als wie bei einem normalen Filet. Und darum gleicht sich das wieder aus. Und umso billiger das Fleisch ist, umso wässriger ist das Ganze. Also, wenn ihr frisches Fleisch, wie zum Beispiel das kaufen, und gutes Fleisch geht eigentlich auf, vor allem bei Rind. Wenn ihr Rinderburger grillen, natürlich ganz zusammen, aber sie gehen auf. Das werden wir bei der Henne mal noch sehen. Henne ist ein klassisches Beispiel. Da gibt es Henne, jetzt mal, wenn der Deckel auf tust, hat sie 100 Gramm weniger. Und dann kaufst du eine Henne mit 2 Kilo und bis vierte bist du schon ein Kilo Henne übrig. Ja, einen großen Rohstinner könnte man auch mit Körben zusammen verwenden. Wir haben jetzt da zwei Anzündkamin mit ungefähr 5 Kilo Briketts in Vollglut. Reingeklärt, ich habe den Rost ganz oben da am Laum. Ich habe den Zug oben und unten voll auf. Regulierung vom Grill mit der Temperatur. Wenn ich natürlich 4-5 Kilo Briketts in Vollglut reinleere, nützt es mir nichts, wenn ich nachher fest zutue. Weil volle Möhre ist dann volle Möhre. Oder? Das ist, ja. Heiß ist heiß. Ja. Darum müssen wir schauen, was will ich damit machen. Oder? Will ich einen Pulled Pork machen, dann wäre ich mir für diese Minion-Ring-Methode entscheiden. Will ich so wie da jetzt zwei Filet, ich brauche die Länge für den ganzen Grill, dann will ich natürlich volle Möhre ausräumen, füllen. Und der ist ganz neu, der hat vorhin so süßlich gerochen, da ist für die Produktion ein Öl dran, damit die Sache durchgeht. Und die brennen wir als allererstes raus. Gussiserost habe ich erwähnt, wir verwenden eine Messingbürste. Das ist ganz einfach, für Edelstahlroste, Edelstahlbürste, für alles andere Messing. Messing ist wesentlich weicher,
Email chromatiert, Gossise ist auch Keramik beschichtet. Für die ganze Email-Geschirre würde ich jetzt mit dem auch nicht machen. Aber das ist einfach, dass er die Oberfläche nicht verletzt und das Ganze nicht anfängt rosten. Okay? Ich gehe her, ich bürste den Rost immer ab. Die Pyrolyse